So, willkommen zu LPLP. Lustig, lustig, hahaha. Nee, zu Let's Play Lost Planet. Ein wunderschönes Spiel für und von Capcom. Für die Xbox ursprünglich, aber, ne. Microsoft und so halt dann auch auf Steam. Genau. Katze. Genau. Es ist ein Third-Person-Shooter, sage ich jetzt mal so. Und es war, glaube ich, eins der ersten Spiele, die es für die Xbox 360 gegeben hat. Also irgendwie, ich glaube, das siebte oder achte Spiel oder irgendwie sonst was. Ich habe es auf jeden Fall beim Kauf dazu bekommen. Und ganz ehrlich, das Spiel hat mich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre lang gefesselt. Jetzt nicht so wirklich Kampagne auch, aber schon eher der Online-Modus, weil, wie bei Call of Duty-Spielen halt, mein Gott. Aber die Story ist hier um einiges besser, würde ich mal sagen. Oder schöner. So. It was TC minus 80. 80 years before the Trial Century. Humankind had abandoned the comfort of a familiar world in order to attempt life on EDN3. As emigration to the new world progressed, facilities were constructed to handle the growing population, and colonization appeared to be successful. Platoon A has secured point B. Let's move out. Hold this position for now. Stay on your toes. Roger. Roger that. What's that? With the expansion of the colony, humanity encountered a new alien life form. Known as the Acrid, they were immediately identified as a hostile presence. The humans had no weapons with which to repel Acrid aggression and were forced to retreat from their new home. Gotta hold them off! We'll do what we can! While fleeing from the enigmatic menace, the humans discovered the precious thermal energy lying within the very bodies of the Acrid. It was a powerful new energy source. Suddenly, humankind was determined to fight. Charge! You want some of this? Humans developed a weapon capable of fighting back against the Acrid Scourge, the Vital Suit, or VS. With VS technology, humanity has returned to EDN3, and the Great Colonization Experiment has resumed. Sorry I was late. Better late than never. Platoon A has encountered hostiles. Platoon B, what's your situation? Nothing here yet. Proceeding to the rendezvous point. Understood. I'll see you there. What the?
Dad! Fall back. This is no time to be a hero. Understood. Twenty-two years have passed since the second colonization. The VS has given humanity a means to battle the Acrid. But outside of direct combat with the monstrosities, there is no known method of harvesting the precious thermal energy. Genau, und es geht los. Soweit die Story, sag ich mal. Und so schaut unser Interface aus. Rechts oben haben wir eine kleine Karte, die jetzt nicht wirklich eine Karte ist, sondern eher ein Radar. Links oben haben wir unser Leben. Und darunter steht Teng oder T-Energie. Die nimmt weiter ab und wenn die auf 0 ist, dann verlieren wir Leben. Das ist eigentlich so unsere Rüstung, sag ich mal. Weil hier ist es relativ kalt und ohne die Thermalenergie ist es, würden wir sterben. Ganz einfach. Rechts unten unsere Munition, links unten, wenn überhaupt, eigentlich Granaten. Aber naja, jetzt gerade nicht. So, jetzt haben wir noch ein kleines Tutorial vor uns. Mehr oder minder. Ihr habt sie gerade hinten gesehen, da haben wir uns mit dem Haken hochgezogen. Bumm, ganz große Explosion. Genau mit dem Haken hier. Das ist eine ziemlich nette Sache. Wenn man es mal so nimmt. Da können wir uns nämlich auch, wenn wir jetzt einfach da runterlaufen, wenn wir irgendwo runterstürzen würden, hält er sich einfach fest und wir können da hoch, runter. Wir können ein bisschen schwingen. Und wieder loslassen. Genau. So. Ja, Tutorial-Kampf. Mehr oder minder. Also, das sind Akride. Haben wir ja schon gesehen. Und die haben eigentlich überall eine. Er ist tot. Okay. Ja, ist okay. Die haben eigentlich eine. Eine Rüstung, sag ich mal, oder halt, die nehmen eigentlich nicht sehr viel Schaden. Bis auf die roten Stellen an ihrem Körper, wie man gerade an ihm gesehen hat, das war ja sein Schweif hinten dran. Da muss man drauf gucken und drauf schießen, weil da nehmen sie dann am meisten Schaden und sind eigentlich relativ schnell kaputt. Das da sind eigentlich total No-Name-Gegner, sag ich mal. Oder Nevermind-Gegner, keine Ahnung. Weil die sind halt einfach nur mit einem Schlag kaputt und kann man, glaube ich, sogar mit dem Haken kaputt machen, oder? Ja. Kann man. Nee, kann man nicht, aber nehmen Schaden. Muss aber nicht sein. Muss nicht sein. So. Natürlich, wie man sich denken kann, gibt es auch ein paar größere Gegner, auf die wir treffen werden, sag ich mal. Und ich finde es einfach so toll. Wenn man mal nachschaut oder mal überlegt, was für Schrottspiele für die 360 rausgekommen sind, also richtige Enttäuschungen, wo man sich gedacht hat, boah, geil, boah, nee. Und sich dann mal in Erinnerung ruft, das hier war eins der ersten Spiele für die 360. Wuhu. Wuhu. Endgut. So, und, boah, Spoiler. Jetzt kommt eins der Viecher, die sind halt ein bisschen größer, ne? What the fuck? Ja. Ne? Ja, der liebe Wayne ist ein kleiner Größenwahnsinniger, sag ich mal. Moment, Spezialstellungen. Ich hab das Gefühl, dass die Musik ein bisschen zu laut ist für die Effekte. Aber, ja. So, die haben jetzt doch keine Chance gegen das Viech irgendwie Schaden zu machen oder sonst was. Ist halt noch ein Tutorial, ne? Mehr oder minder. Wie ich zum fünften Mal sage. Da geht's nicht lang. Wir müssen hier hoch. Wir können die Viecher noch abschießen, aber das ist unnötig. So. Einfach so der. Stirb! Ha! Das Viech ist so groß. Da könnte man jetzt das darauf schießen, dann wird Schaden bekommen, aber
ne? Ja, Tutorial und so. So, wir können auch uns hier so hochziehen, hab ich ja schon gesagt, haben wir schon sogar schon gesehen hier, ganz am Anfang. Oh, Hilfe. Komm, geh aus dem Weg. Achso, weiß ich noch. Wir können auch rollen. Das ist ganz nett. Und was man noch kann, was im Online-Modus sehr wichtig ist sozusagen. Kann er sich da festhaken? Nee. Man kann sich mit dem Haken sehr schnell fortbewegen. Muss man ganz kurz zeigen? Kann ich da? Ja. Mit einem Schwung einfach nochmal X drückt, dann bricht der sozusagen den. Das Rand zieht ab und man wird nach vorne geschleudert. Das ist. Naja, okay. Ist nicht gerade was jeder kann von Anfang an, aber. Naja. Genau, da haben wir unseren DS. Das ist eine ganz nette Sache. Wir haben rechts und links eine Waffe dran. Wo wir auch nachladen könnten, wenn was am Boden liegt. Genau. Und wir können. Kann ich mal zeigen. Weil Tutorial und so, ne? Dieser VS ist ein besonderer. Man hat diese da vorne, die haben nur eine Waffe dran, wo man nur mit einer Waffe schießen kann. Okay, kaputt machen. Aber der hier hat sogar eine Säge. Mhm. Und kann so gleiten. Das ist ganz cool. Also könnte man jetzt da so ransägen und dem Schaden machen, aber nein. Man kann auch die Säge draußen lassen. Verbraucht aber, wie man links oben sieht, massig Thermalenergie. Also das ist nicht normal. Weil die Dinger werden auch mit der Thermalenergie gespeist. Und jetzt stirb. Stirb. Alter, diese Eisatem, ne? Irgendwie lustig. What the fuck? Gehst du tot? Und wir sind tot. Nein. Natürlich nicht. Kleiner asiatischer Junge. Bam, voll auf die Fresse. Ihr habt das Ding ist nicht gerade zu unterschätzen. Bam. Da ist er. Der Vater. Alter, dieses Viech einfach keinen Schaden nimmt, obwohl die... Nein! Flaps. Oh nö. Obwohl er ihn voll ins Auge schießt, nimmt überhaupt keinen Schaden. Krass. Alter, hat ziemlich eins abbekommen, der liebe Wayne. Der liebe Wayne. Alter. Game over, würde ich sagen. Wie immer. Wie bei jedem Capcom-Spiel irgendwie. Am Anfang erstmal richtig aufs Maul bekommen, dann Drogen nehmen, dann so gucken. Na schon. You're full of surprises. That device on your arm is absorbing the thermal energy for use in your body. All done. Yuri, can I come in now? The thermal energy and your arm will be our little secret. It's complicated. Come in. Nett. Welcome back. Huh? Who are you?
Me? I'm Yuri. That's Luca and Rick. Do you remember your name? Wayne. Excellent. You know, you were frozen inside your VS when we found you. Green Eye. Green Eye? The acrid that killed my father. Do you remember anything else? No. Nothing. It might just be temporary amnesia. You should rest. Es hat schon ein bisschen so das Aussehen von Final Fantasy, ne? Ein bisschen. Job's done. Thanks. Ach, ich habe die Dinger gar nicht erklärt. Ups. How's what going? Well, you seem to be feeling a lot better. And it looks like you're starting to get used to life here. I don't know about that. Come on inside. I'll fix you something to warm you up. Also durch diese roten Dinger bekommen wir unsere Karte. Also sind eigentlich Sensoren für unsere Karte und, ne? Sehe ich später. Isn't there some way around? I've tried everything. There's no other way. We can't avoid the acrid if we want to reach our destination. If only one of us could pilot a VS. I can. What? Huh? You can? I remember how to pilot one. We need your help, Wayne. We could use an able pilot. We are trying to eradicate the acrid from this world, one hive at a time. The Green Eye that killed your father is one of them. We're looking into finding that one, but in the meantime, we could really use your skill. All right. Show me to the first hive. We do know of one in the vicinity, but are you sure you're up to this? Quite. All right. I'll give you the details. Genau, und so wird jeder Anfang unserer Mission, sag ich mal. Es ist kein Open-World-Spiel, sondern wir haben verschiedene Missionen, die wir erledigen müssen. Ne? Und ich würde erstmal sagen, das reicht fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert. Oder ein bisschen das Interesse angeweckt, angedingst, ne? Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir Mission 1. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Tschüss.